Hi, ich bin Tobias Gennis vom Club of Rhône und heute trinken wir Cuvée de Vie von Domaine Les Goubert aus dem Gigondas. Wir haben hier 100% Viognier im Glas. Das ist ganz spannend, weil es ist aus zwei Lagen cuvettiert. Genau, wir haben kurze Maischestandzeit der Schalen gehabt, dann 9 Monate in Holzfässern aus Erst- und Drittbelegung ausgebaut und das Ganze eben mit einer malolaktischen Gärung, also eine BSA durchgemacht, biologischer Säureabbau. Typisch für die südliche Rhône. Und wir riechen mal dran, wie es riecht. Ein bisschen zitrisch, ne? Aber eben durchaus wieder auf der fleischigen Seite. Dann kommt da ganz klar Honig, Linde wieder dazu. Der Viognier ist hier sehr, sehr präsent. Und wenn wir das jetzt am Gaumen haben, dann ist eben das, was Domaine Les Goubert auch so ausmacht, dieses Fleischige in der Textur, ist total da, sehr präsent. Das ist definitiv was, was in ein gutes Restaurant gehört. Schon alleine, wenn wir mit französischer Küche arbeiten, also weil zu einem Heilbutt ist das ein Selbstläufer, da musst du nicht groß erklären, warum du das zusammen machst. Das kann man aber auch zu Hause super einsetzen. Ganz klar mit Fisch, aber auch eine super Sache, wenn ihr zum Beispiel irgendwie was Vegetarisches dazu macht mit geschmorten Pilzen, funktioniert das sehr, sehr gut. Das ist ein Wein, der durchaus noch einige Zeit liegen bleiben kann, kann aber auch jetzt getrunken werden. Dann aber auf jeden Fall, so wie hier, ein Burgunderglas nehmen.